wagen wir ein kleines Experiment und begeben uns auf die Suche nach Dortmunder Heimatworten. Aber wo finde ich die? In Büchern? Als Studentin muss ich natürlich viel lesen, auch zum Abschalten, gerne in Bus und Bahn oder hier in der Haarbahn. Momentan lese ich zum Beispiel diesen Krimi hier, voll mit Dortmunder Schauplätzen. Ob ich darin auch Dortmunder Wörter finde? Ich frage mal eine der Autorinnen. Von der Dortmunder Uni mache ich mich bequem mit Bus und Bahn auf in Richtung Innenstadt, Richtung Treffpunkt Ranoldikirche. Heike Wulff schreibt nicht nur Krimis, sondern bietet auch krimitaugliche Führung zu realen Dortmunder Geschehnissen an. Sie verrät mir schon mal ein echtes Dortmunder Heimatwort. Tröpmanni ist unser alter Name. Und Tröpmanni heißt die Stadt am gurgelnden Bach. Tröpmanni. Und da wird später Tremonia mal raus. Aber warum schreibt sie eigentlich so gerne über Dortmund? Naja, man muss halt auch immer einen Schauplatz haben. Und diesen Schauplatz kenne ich gut. Das heißt, du setzt dich zu Hause richtig hin und recherchierst irgendwie passende Orte dazu? Nee, es ist eigentlich eher so, dass die Geschichte zuerst da ist. Aha. Und dann überlege ich, oder speziell bei diesem Buch, ne, haben wir überlegt, wo könnte das halt hinpassen. Ne? Für mein Buch hat sie mit anderen Dortmunder Autorinnen das Kollektiv Bloody Marys gegründet und wahre Ereignisse zu Krimi-Stories verarbeitet. Zum Beispiel, als das Gebäude vom Volkswohlbund gesprengt wurde. Da habe ich so gedacht, boah, das wäre ein perfekter Mord. Ne? Ja. Alle saßen da und boah, und ich so, ist das halt, wenn man gerne mordet. Ne? Heike führt mich in einen besonders morbiden Schauplatz. Und hier war halt jahrelang das Gerücht, dass eine Leiche unterhalb der Tanzfläche einbetoniert sein sollte. Und so keiner wusste so recht, was war. Und da habe ich gedacht, ich recherchiere das mal, habe einen Tipp bekommen. Ein echter Brief an die Polizei. Sie finden Überraschung große in Wände. Mhm. Okay. Und was hier wirklich passiert ist, das erfährt man halt auf meinen Touren. Okay. Nach unserem Abschluss-Selfie stöbere ich mal ein bisschen in der Meierschen nach weiteren Krimis und sorge selbst für Nachschub. Aber nicht nachmachen. Tipps zum Lesen, Fotos und Infos zu meinen anderen Entdeckertouren findet ihr wie immer auf dem DSW21 Instagram-Account. Klickt mal rein. Beim Stöbern bin ich aber nicht nur auf Krimis gestoßen. Dortmunderisch. Mehr Heimatworte geht doch eigentlich gar nicht, oder? Was steckt dahinter? Und vor allem wer? Ich fahre mit der U42 bis Theodor-Fliedner-Heim, um Moritz Bergmann zu treffen. Und zwar in einem Gartenverein direkt hinterm Tempel. So heißt Stadion nämlich auf Dortmunderisch. Idylle pur und ganz viel Liebe zum Detail finde ich hier. Als Kommunikationswirt hat Moritz den Kulturschatz Dortmunder Sprache vor einigen Jahren für sich wiederentdeckt. Ist das dann auch der Ort, von dem du quasi deinen Input bekommst? Die Hauptquelle ist letztendlich das städtische Leben und überall da, wo Menschen auch zusammenkommen. Das ist, kann in der U-Bahn sein, kann im Schrebergarten, im Stadion, ist sehr, sehr dankbarer Ort, weil da eben auch Emotionen frei werden. Das heißt, immer schon aufpassen und einen Block dabei haben. Ja, schreiben gar nicht. Okay. Das ist einfach die Aufmerksamkeit dafür und das auch dann schon sehr lange eigentlich, seitdem ich 12 oder 13 bin schon. Einfach, weil es lustig ist, wie ein Witz, den man behält und dann gerne auch seinen Kumpels weitererzählt. Mein Experiment geht weiter. Mal sehen, ob diese Heimatworte auch wirklich bekannt sind. Moritz spricht Dortmunderisch und ich frage die Dortmunder in der Fußgängerzone. Zum Beispiel nach... Was ist Ambach? Ambach ist eine Stadt in Bayern wahrscheinlich. Was ist Ambach? Was ist Ambach? Also Ambach. Wie geht's so? Okay. Keine Ahnung. Also es heißt so viel wie, was geht hier, was ist los? So, das ist das Zweite. Jetzt machen wir mal richtig Tralafiti. Jetzt machen wir richtig Tralafiti, jetzt geht's richtig los. Ja, jetzt machen wir richtig Party. Richtig. Und das Letzte. Was ist das denn für ein Kappes? Was könnte das sein? Keine Ahnung, echt nicht. Ja, was ist das denn für ein Blödsinn oder so? Ja. Ich würde sagen, Experiment geglückt. Heimatworte habe ich quasi überall in Dortmund entdeckt. Ob in Wort oder in Schrift. Ob in der Buchhandlung, auf der Straße oder im Garten. Habt ihr auch irgendwelche Redewendungen, die ihr gerne habt? Dann schreibt sie uns einfach in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns bei der nächsten Entdeckertour.